Da habe ich mich ja doch ganz schön nackig gemacht. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, wenn ich mir vorstelle, dass meine Kollegen, meine Chefs, meine fernen Verwandten und Bekannten, dass sie das alles über mich lesen. Andererseits, in vielen Leben gibt es Brüche. Momente, in denen wir hilflos am Boden liegen, nicht mehr weiter wissen, alles schwarz und hoffnungslos erscheint und wir uns auch mal selbst ein Bein stellen. Und vielleicht hilft es ja, wenn man mal liest, wie jemand anders damit umgegangen ist. Nicht als Ratschlag. Ich gebe keine Ratschläge. Wenn Ihnen eine Therapie gut tut, dann machen Sie das. Mir hat es nicht geholfen. Aber das habe ich erst nach 10 Jahren gemerkt. Aber ich finde schon, der oder die eine oder andere hätten mir das schon mal sagen können. Lieber Herr Senzel, das bringt so nichts. Egal, das ist Schnee von gestern. Mir geht es jedenfalls besser, seit ich nicht mehr permanent um mich selbst kreise, sondern einfach was anpacke, seit ich mir gelegentlich mal in den Arsch trete und die Zähne zusammenbeiße. Das ist nicht immer angenehm, das tut manchmal weh, aber hinterher ist es ein großartiges Gefühl, das geschafft zu haben, was ich mir vorgenommen habe. Darum geht es in diesem Buch. Nicht so viel über das Leben nachdenken, sondern einfach leben.